Und damit sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Keen und ich begrüße euch zu einem kurzen Angezockt. Und zwar habe ich von Hooded Horse den Key bekommen und wir wollen uns jetzt gemeinsam das Spiel Cataclysmo anschauen. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich sehe aber jetzt schon hier Kampagne Endlosmodus Scharmützel. Das Spiel erscheint am 22. Juli, also Juli. Und der Entwickler ist Digital Sun. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal eine Kampagne. Das Angezockt, also wir schauen bloß kurz rein. Ich sag mal, so eine halbe Stunde ist angepeilt. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß. So, you've come to talk of Lady Iris. It's true, she has shared my fire from time to time. Sit down, rest. I still remember that day, outside Ogar. The day I met her, the Lady Iris herself. Heimatgrenze, Außenbezirke. Blasted woods are so gloomy. Oh, why did I volunteer for this? So, bewege die Kamera mit WASD. Drehe die Kamera, indem du die mittlere Maustaste. Okay. Dann kurz den Blickwinkel mit E und Q und so weiter. Mausrad zum Zoomen, also diese ganz gewöhnlichen Steuerungsgeschichten, okay. Drücke M oder da oben, dieses, was da blinkt. Für die Map. Von dieser strategischen Ansicht aus kannst du mit linker Maustaste schnell auf jeden Teil der Karte zoomen. Oh, okay. I better keep moving if I'm to deliver this message. Auswählen und bewegen von Einheiten. Wenn du eine Einheit bewegen willst, wähle sie zunächst mit linker Maustaste aus. Dann befiehl ihr mit rechter Maustaste zum gewünschten Ziel zu gehen. Versuche die... Alles klar, machen wir. Wenn einer Einheit befohlen wird, sich zu bewegen, erscheint ein ein Postierungssymbol. Mann, schreibt doch Deutsch. Schreibt Sächsisch. Ich komme da... Mann. Du kannst deine Einheit auch auswählen, indem du auf die Postierung, ich will immer Positionierung sagen, Mann, Postierungssymbol klickst. Nutze diese Funktion, um den Zielort von Einheiten zu ändern, solange sie noch auf dem Weg sind. Okay. Ja, dann wählen wir doch mal aus. Und ich will gern dahin. On it. Aha. Ich kann einfach so hinklicken, was machen die denn? Perhaps this way. Ein Bote mit wichtigen Neuigkeiten. Sein Bogen richtet bei einem einzelnen Ziel mittelmäßigen Schaden an. Doing it. So, begib dich zur Markierung. Da drüben ist sie okay. Aber ich will trotzdem erstmal hier rüber gucken, auch wenn es so aussieht, als würden wir hier nicht durchkommen. Dann können wir eigentlich ranzoomen. Oh, wow, okay. Bis in die Pixel hinein.
ist alles aus, ne? Könnt ihr mir. Das ist eine Gastsacke. Oben kommen wir auch nicht lang, also müssen wir hier hochgehen. Okay. Aha. Aha. So, Tutorial noch einmal ansehen? Nee, alles gut. Alles gut. Bis jetzt. Right away. On it. So, ich sehe hier Wasser. The mist. It could almost be beautiful. We're lucky to have masks. Wir haben Masken? Oh. Ja. Aber zu nah ran, ne? Dann blurrt's aus. Also okay. So, dahin sollen wir. Aha. Machen wir. Clouds be damned. A horror. This creature. Ein Schreck. It might have once been. No, don't think about it. It's just vermin now. Kill or be killed. Töten oder getötet werden. Aha. Gegner angreifen. Softly. Let me think about this. Halt die Zeit an, indem du Leertaste drückst oder auf das Symbol Pause am oberen Bildschirm ran. Du kannst die Zeit auch beschleunigen, indem du F drückst. Ja, okay. Doing it. Hm? Ich hoffe, der kann dann hier rüberschießen, ne? On it. Ich würde mich jetzt hier mal. Right away. Er will bis da rüber gehen? Aha. Ziel wählen. Okay, der hängt da rum. Geschafft. Trouble to find some scholar. Er braucht ganz schön lang zum Nachladen, ne? Mhm. So, wir müssen da hoch. Okay. Aha. War ja nichts, ne? Nö. Oh. A camp. So this must be. Lady Iris, I bring word from Ogar. The city is. Do I look like a scholar, Herald? The lady's gone on alone. Easy for her, but. I'd best go with you to deliver your message. Was bist du denn? Okay. Ja, worum geht's hier im Spiel? Wir müssen, ja, ganz grob gesagt, wir müssen eine Festung aufbauen. Die können wir wohl. Also ich blabber das jetzt einfach bloß so nach, was ich von dem Spiel jetzt schon so ja, durch Textform übermittelt bekommen habe. Wir müssen eine Festung aufbauen und dann ja, Horden von diesen Schrecken, die wir hier gerade getötet haben, abwehren. Ich bin gespannt. Ich dachte für einen Moment, das wäre jetzt hier unser Startpunkt, weil hier schon so ein paar Mauerreste stehen, aber es scheint nicht so. Wir haben einen neuen Gefährten bekommen. Und da müssen wir hin. Reichweite und Regeln der Einheiten. Alle menschlichen Truppen kämpfen aus der Entfernung. Fahre über eine postierte Truppe, um die Reichweite zu sehen. Achso, dann kommt es mit diesen Punkten. Okay. Jede Truppe verfügt über eine eigene Rolle.
sowie spezifische Stärken und Schwächen. Steinschleuderer können eine gewisse Menge an physischen Schaden widerstehen, haben aber nur eine geringe Angriffsreichweite. Bogenschützen sind anfälliger, können ihre Ziele aber aus der Ferne angreifen. Right away. Ja, gut, wenn du mir das hier so sagst, dann will ich das vorher mal prüfen. Okay. Drüben qualmt was. Was ist das? Gibt's da was zu holen? Nö, scheinbar nicht. On it. Na gut, da müssen wir hin. Oh. Let's take them down from above. Verschiedene Truppen kämpfen besser auf verschiedenen Gelände. Verschieden hohem Gelände, Entschuldigung. Neben ebenen Einheiten sind gut auf gegen Ziele auf ähnlicher Höhe, während Anhöheneinheiten eine höhere. Das heißt, die Steinschleuderer sind, würde ich sagen, diese ebenen Einheiten, oder? Und die Bogenschützen dann eher so diese Anhöheneinheiten. Je höher deine Stellung gelegene Stellung brauchen, um höher. Ja, alles klar, auch gut. Alle Einheiten kommen Angriffsbonus, wenn sie auf der richtigen Geländehöhe kämpfen. Wird hier zum Beispiel davon, wenn sie 5 bis 10 Meter über ihrem Ziel stehen, Fahrer mit dem Cursor über die Raute. Okay. Ja. Das heißt, wir können jetzt hier so ein bisschen taktischer vorgehen, ne? Treffen wir die da unten? Das wäre natürlich schon cool. Mhm. Ich husch mal hier hoch. Dann müssten wir ja ihn... Ja, guck mal an. Let's carry on. Wow. Okay, das macht ja richtig was aus. Wow. Ja, wenn das so ist, dann... Ich gehe erstmal hier hin. Und ich glaube, dann gehe ich mit dem mal so ein bisschen vor. Good. Damit steht der Bogenschütze nämlich noch auf der... Entschuldigung, auf der Anhöhe. A solid plan. So war zumindest der Plan. Hat gut funktioniert, okay. Ja. See that ancient beacon? Only one person can light him. The lady passed through here. We need to cross. Let's check that salvage pile for something we can use. Hm. Ja, bitte mal hier hoch. Fundstück erhalten. Bauwerke zu bauen ist essentiell, um in diesem gottverlassenen Land zu überleben. Ich schweige hier gerade kurz, weil ich kurz diese Animation anschaue. Okay, da gab es ja jede Menge Bauteile, Bauelemente, ne? Alle Bauteile können im Baumenü ausgewählt werden. Fangen wir mit dem Holzbauteilen an. So, ich hüpfe mal hier runter. Halbhoher Torbogen und Holzblock. So. Ah, mit rechts können wir drehen, okay. Ja, dann will ich das einmal hier hinbauen. Wenn du Bauteile platzierst, kannst du linke Umschalt gedrückt halten mit dem Mausrad plus minus. Schnell durch die letzte Mal mit den Bauteile schalten. Okay. Wenn du die Maustaste gedrückt hältst und ziehst, kannst du mehrere Bauteile... Ah, cool. Du kannst jedes Bauteil, das du platziert hast, zurückholen, indem du auf die Schaltfläche Recyceln unter dem Baumenü klickst. Okay. Ah, hier sieht man auch die Anzahl, ne? Wie viel wir haben. Wir müssen darüber? War das da gut? Was ist das?
Wir müssen irgendwie hier rüber, ne? Let's get on with it. Mach das mal so. So, haben wir hier drüben. Ah, hier haben wir noch was zum Einsammeln. Okay. Mhm. Ja, dann erstmal rübergehen. A solid plan. Hier runter. Unten ist nichts, ne? Nö. Makes sense. Einmal hier rüber. What a messy stairway. Bauwerke können aus Holz- und Steinbauteilen errichtet werden. Holzbauteile sind schnell, günstig und vielseitig, aber nicht so widerstandsfähig. Sie sind ideal, um weit entfernte Orte schnell zu erreichen. Steinbauteile sind viel solider und ideal, um Verteidigungsbauten zu errichten. Aber sie sind schwer und erfordern mehr Stabilität. So, dann heißt das, ich gehe erstmal hier rüber. Fundstücke halt. Oh, was haben wir hier alles erreicht hier? Okay, wir müssen da hoch. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier Stein lohnt, glaube ich noch nicht, ne? Ich will trotzdem mal gucken, was haben wir denn hier so? Einen Steinziegel und, oh Gott, jeden Stein einzeln können wir setzen? Oh, ich seh Leute eskalieren hier. So, wir haben eine Treppe, wir haben eine geschwungene Treppe, so sieht es zumindest aus, ne? Eine Treppe mit Rampe, das Ganze nochmal in geschwungener Form. Rein theoretisch müsste das ja hier erstmal reichen, ne? Wir haben 5 Treppen. Lass mal ganz kurz durchrechnen. Achso, wir kommen ja hier gar nicht hoch. Wir müssten hier eine setzen. Da eine setzen. Und da eine setzen. Dann sind wir erstmal hier oben. So, und jetzt funktioniert das auch, ne? Ja, perfekt. So, der ist noch nicht in der Reichweite. Aber wir haben doch jetzt hier so ein Ding. Okay. Können wir hier schon irgendwas anfangen damit? Können wir hier... A unit can't reach its destination. Ihr Ziel nicht erreicht. Achso, okay. Ja, weil ich beide da hochgeklickt habe, ist klar. Almost there. The lady should be investigating those ruins. Who is this scholar? To go alone into places like this? I can hear horrors lurking ahead. Oh, hier sind ein paar mehr, ne? Hier unten ist was einzusammeln, da ist was einzusammeln und hier, na gut, die kriegen wir aber weg, denke ich. Dann lasst mal gucken, ich positioniere die jetzt mal erstmal hier. Komme ich da hin? Okay, das war jetzt nicht so das große Problem. So, wie machen wir jetzt am besten? Komme ich hier hoch, ist die Frage. Mit dem Bogenschützen wäre cool. Dann würde ich ihn nämlich hier hinten irgendwo hin positionieren. Komme ich mit ihm hier hoch? Optimalerweise sogar hier hin. Ja? Dann müsste er ja gleich anfangen zu schießen hier, ne? Oh, brauche gar nicht. Post me high. Cool. Das will ich noch mitnehmen. Okay, wir haben neue Bauteile gefunden. Ich sammle die erstmal ein. Wir müssen dann hier auch irgendwie rüberkommen. Brauchen wir hier wieder so eine etwas längere Brücke, okay. Mhm. Oh, das hier unten will ich auf alle Fälle auch noch mitnehmen. Komme ich da überhaupt ran? Oh, das ist aber tief. Oh, hier ist auch noch jemand. Hallo. Jawoll. Aha. So, einmal nach unten. Ja, war nicht viel, aber ich denke mal, es ist nicht unnötig. Aha.
So, wir brauchen eine Brücke. Ich würde ja fast sagen, die hier. Kriegen wir die hier rüber? Nee, kriegen wir nicht. Na gut, dann können wir auch. Wir haben 10 Stück davon, ne? So, ich hau die mal hier hin. Und dann hau ich die hier hin und dann brauchen wir noch einen Sockel und da, die gehen uns langsam. Oh, warte mal. Geht das gar nicht? Ach, ich brauche hier so ein Ding, ne? Warte mal. Ich will das mal wieder zurücknehmen. Ich brauche hier sowas. Nee, geht auch nicht. Ich brauche das von drüben auch nochmal. Ah, okay, oder? Nehmen wir den mal wieder zurück. Dann... Wir haben ja nichts anderes, ne? Quatsch, das Ding natürlich. Ja, wir müssen ja hier oben drauf bauen. Wow. Okay, das wird ein Konstrukt. Da komme ich doch gar nicht hin. Nochmal wow. Das geht nicht. Da brauche ich unten noch einen Sockel. Ach so, die konnten wir ja hier hinten noch abbauen, ne? Sollte ich das vielleicht tun? Ja, guck mal, hier sind wir nämlich hier oben. Und hier brauche ich eine... So eine. Okay. So, warte mal. Wir haben da hier hinten schon was gebaut. Hier. Das brauchen wir doch jetzt nicht mehr, ne? Das könnte ich doch eigentlich mitnehmen wieder. Auch das hier. Nee, hatten wir nicht vorhin schon 3? Hier hat sich eigentlich nichts getan, oder? So, ich will gern darüber. Kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch und kommen wir da schon hoch? Ja, müsste auch funktionieren. Das sollte klappen. Okay. Dann einmal hier hoch, bitte. Jetzt würde mich mal interessieren... Warten Sie. Okay. Wenn ich das, wenn ich den Sockel wegnehme. Nee, der ist. Doch, den kriegen wir wieder zurück. Das ist ja perfekt. Können wir den auch nicht mit. Den können wir nicht mitnehmen. So. Okay. Schade, ich dachte, ich könnte klauen. So, bis da hoch müssen wir. Doing it. Let's do it. On it. Lady Iris, I bring an urgent request. Ogar expects an attack. The gates are... She listened to my message, or pretended to listen. It didn't matter. She knew what to do. If Ogar calls, we go. Die Heimat ruft. Abgeschlossen. Erhaltene Kenntnis? Null. Wir sind genauso doof wie vorher. Okay, ich verstehe. Tutorialgrundlagen, halte den Herold am Leben, haben wir gemacht. Und überbringe die Nachricht, haben wir auch gemacht. Levelstatistiken ansehen. Können wir aber machen. Gesamtzeit 13 Minuten, in Pause verbracht 8 Minuten. Eine Schwierigkeit, Mittel, Gegner besiegt 8. Wir haben 14 Bauteile. Wir haben keine verloren, wir haben alle mitgenommen. Ja, dann mache ich mal fortfahren. But if I'm to tell you this story, it must be told from the beginning. This was our world. Then the Perlas appeared, and everything changed. They revealed a great secret to humanity, a great power. The Pallido. We built ourselves a sublime domain. The Perlas glowed for us. Yet as time passed, we realized everything has a price. You all know what happened next. The Cataclysmo.
land was drowned in mist. And from this mist, on pale legs, emerged fresh horror. The survivors ran. They sought a new home, scrambling to higher ground to save themselves. That is how Thiudadogar was founded. The city where we have been surviving for generations. We made good time. The Solar Gate stands as firm as ever. But if the reports are true, the gate will be under attack soon. Senora Iris ist eine Spezialeinheit. Sie wurde mit einer Perla geboren. Eine Perla. Und ist eine der wenigen lebenden Gelehrten, die die Artis ausüben können. Die was können? Ich hoffe, ihr erklärt mir das gleich noch. Die den Grundstein der Verteidigungsstrategie der Menschheit darstellen. Alles klar, okay. Das ging ja schneller als erwartet. Ich muss sagen, das Tutorial, ich habe ja, wer das Ganze so ein bisschen verfolgt, so mein Kanal und, oder meine Kanäle, Twitch oder YouTube, hat das ja mitbekommen. Wir hatten schon ein paar Spiele jetzt in letzter Zeit angespielt oder auch durchgespielt, wo das Tutorial so ein bisschen, naja, war. Bis jetzt, muss ich sagen, macht das hier einen recht stabilen, guten Eindruck. Our scouts say the swarm is arriving from the south. Schrecken werden von Menschensiedlungen angelockt und greifen sie häufig an. Schwärme greifen jede Nacht an. Oh Gott, ist das so eine Art Tower Defense? Aber vereinzelte Schrecken können manchmal auch am helllichten Tag angreifen. Generationen von Verteidigern haben gelernt, die Richtung und Stärke von angreifenden Schwärmen vorherzusagen. Indem du über das rote Symbol fährst, kannst du sehen, welche Art von Feinden und welche Schwarmgröße erwartet wird. Wow. Boah, und die kommen da einfach aus diesem Nebel raus, ne? Wow. Okay. All Guardians, take defensive positions. Auf Verteidigung? Was? Verteidigung? Warte mal. Was? Spiel pausiert. Moment. Mach mal langsam. Post me high. Also, ich würde ja sagen, warte mal, wo kommen sie denn überhaupt her? Also, wir müssen hier einen abstellen, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Haben wir noch mehr solche Markierungen? Nö. Haben wir gar nicht. Yes? Da kann ich wohl hier, mache ich halbe, ne? Ist doch ein bisschen blöd. Warte mal. Die renne ich mal. Die. Quatsch. Die schicke ich mal hier rüber. Und die schicke ich mal da. Die beiden schicke ich mal hier rüber, genau. Macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? Es ist zwar jetzt hier plus auf dieser Seite angezeichnet, aber es sind ja plus zwei freie Plätze, also von daher. So, warte mal. Wir bekommen aber Dutzende. Ja, also macht mal zarten, das ist mein erster Kampf. We are needed. Was kannst du denn so machen hier? Warte mal. Wenn sie mal wie Schrecken ist, dann ist ihr Grundpfeiler. Kehrt automatisch zur Feste zurück, wenn ihr die Gesundheit losgeht. Okay. Die Schrecken kommen. So, ich hoffe mal, es klappt alles. Die kommen aus dieser Richtung. Kann sein, die haben hier drüben gar nichts zu tun.
Lass uns überraschen. Sehen, wie das hier gleich abgeht. Also, die Schrecken sollten kommen. Ah, da sind sie. Warte, das will ich mir angucken. Die haben wir uns noch aus der Nähe noch gar nicht angeguckt, ne? Grafikstil ist halt speziell. Es ist ein bisschen was Eigenes. Das weicht so ein bisschen von den Spielen ab, die ich bisher auf dem Kanal gespielt habe. Wow. Okay, das geht natürlich gut los hier, ne? Ja, hier kommt doch welche, ne? Sie haben schon ein bisschen was zu tun hier. Oh, die brechen aber ganz wow, die brechen ja richtig schnell durch. Warte mal, Geländehöhe ist bisschen so, ja. Ja, das ist ja klar. Du machst auch mit, ja. Wir haben sie, glaube ich, gleich, ne? Viele sind es nicht mehr. Hier unten ist noch einer. Kriegen wir den auf? Wir haben die Nacht überlebt. Small for a swarm. And too easy. Lady Iris, no doubt the true swarm will arrive tonight. But with the small force we have. Then we build, Harold. Another defensive layer out there. More walls? It's true, we have plenty of stone, but... Okay, Verteidigungsbauwerke aus Stein bauen. Alter Verwalter. Okay. Höhere Steinmauern haben eine bessere Haltbarkeit und halten Angriffen länger stand. Je höher die Mauer, desto stabiler ist sie. Was ist das für eine Logik? Okay. Das nennen wir Robustheit. Und es macht Steinbauteile zu wichtigen Bauteilen für Verteidigungszwecke. Wenn die Robustheit eines Steinbauwerks steigt, siehst du, dass sich sein Aussehen leicht ändert. Das ist das hier in der Mitte, ne? Die Robustheit kannst du dreimal erhöht werden. Kurz gesagt, hohe Mauern sind robuste Mauern. Okay. Let's make sure these new walls stand firm. So, dann sorgen wir mal dafür, dass dieses Ding hier auch hält. Dann würde ich mal sagen, Steinziegel 5, Ziegel. So, wir müssen das hier irgendwie reinbauen, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, warte mal. Können die uns dann hier von der Seite auch angreifen? Ich habe das Gefühl, dass wir hier so ein Karree dann bauen müssen, ne? Einfach so eine Wand hier reinziehen, das bringt ja nichts. Weil hier geht es ja auch hoch, denke ich. Weiß ich nicht. Wo setzen wir hier am besten an? Also ich muss auf alle Fälle hier in diesem Feld bauen, ne? Ja, pass auf, ich probiere hier einfach mal. Ziehen wir mal bis hier rüber. Das geht dann hier nicht mehr. Brauchen wir so einen einzelnen. Jawohl. Oh, das geht nicht mehr. Ah, wir können ja hier ein Tor reinbauen, ne? Während die Zeit stillsteht, stützen Bauwerke nicht ein. Modifiziere sie und nicht... alles klar. Mache ich hier mal ganz kurz Pause. Wir haben Tore, Flügeltür und eine Tür. Ja, würde ich ja sagen, machen wir hier irgendwo eine Tür rein, oder? Muss ich hier mal ein bisschen was recyceln, glaube ich, ne? Reicht das schon? Das reicht tatsächlich schon. Dann machen wir hier noch dicht.
So, und am liebsten würde ich ja hier vorne noch irgendwie so einen vorgelagerten Türme machen irgendwie, aber bin mir nicht sicher, ob das reicht, so von den Bauteilen. So viele haben wir ja noch gar nicht eingesammelt. Weil wir haben 40 Stück, ne? Das ist ja nicht viel, also so ähnlich wie hier quasi, ne? Aber ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf diese Mauer. Ich will schon wieder viel zu viel. Warum können wir hier eigentlich nicht nochmal draufsetzen? Das ist eine totale Sauerei hier. Ach, warte mal, nee, das geht auch nicht. Ach Mann, das geht auch nicht? Aber dann haben wir hier eine Schwachstelle. Und die können hier dann sicherlich auch dahinter, ne? Wobei hier ist dicht. Ja, hier kommen sie auf alle Fälle nicht rein, das ist okay. Hier weiß ich nicht. Aber müssen wir mal oben spicken, wie ist denn das hier am Rand gemacht? Achso, das geht hier über die Felsen drüber hinaus, okay. Beziehungsweise hier geht es dann sogar hoch. Ha. Aber ich kann hier oben nicht, ich kann leider nicht bauen hier oben. Ja gut, dann ziehen wir das einfach mal so durch, ne? Dann mache ich das mal so. Und dann brauchen wir hier wieder so eine ganze Steinreihe. Steinziegel. Ja, da muss ich das ja so machen, ne? Hilft mir. Oder? Warte mal, kriegen wir den? Kriegen wir den? Nee, das geht nicht. Okay. Ja, dann müssen wir es so machen. It's a strong wall, Lady Scholar. Ah, guck mal, jetzt hat sich das schon geändert. Never mind. So, wir müssen jetzt bloß noch dafür sorgen, dass die auch irgendwie hochkommen, ne? Wir können noch Banner... Oh Gott, wir können hier eine richtige Feste bauen. Taktische Bauteile sind besondere Bauteile, die Verteidigungsbauwerke, Bauwerken oder Einheiten in der Nähe Vorteile bringen. Sie haben alle unterschiedliche Auswirkungen. Wenn du sie clever kombinierst, helfen sie dir im Krieg gegen die Schrecken. Platziere deine taktischen Bauteile mit Bedacht. Deine Einheiten müssen neben einem Taktikbauteil stehen, um im Kampf von seinen Effekten zu profitieren. Während du im Spiel vorankommst, werden mehr taktische Bauteile hinzugefügt. Nutze sie weise, um deine Verteidigungsbauwerke zu verbessern. Das sieht richtig gut aus. Genial aus. Ich muss mal gucken, was haben wir denn hier so? Eine Zinne. 6 Zinnen haben wir, okay. Eine Tür. Was sind die ganzen Treppen und so weiter? Die müssen wir auch noch irgendwie bauen. Wobei, hier könnten wir uns eigentlich, um nach oben zu kommen, könnten wir ja eigentlich auch die Holzteile nehmen. Ne? Ich bin hier eben nicht sicher, ne, ob die hier durchkommen. Das ist noch so ein Manko. Wir hätten können auch so ein U bauen hier irgendwie, ne? Dann hätten wir sie hier im Kessel gehabt. Wobei, die greifen bestimmt das erste gleich an. Ja, ich hätte ganz gern... Jetzt will ich das wirklich haben. Jetzt will ich hier so ein Podest haben. Wo die dann draufstehen können. Ist zwar ein bisschen uncool, dass ich das jetzt hier so positionieren muss. Das wäre Mitte hier, ne? Achso, und dann kommen wir hier nicht hoch. Da brauche ich hier einen extra. Warte mal. Nee. Müssen wir so machen. Dann müssen wir den einen mal recyceln. Und den da weg. Genau, das wäre jetzt symmetrisch, denke ich mal. Ist das symmetrisch? Ja, das sieht symmetrisch aus. So, dann brauchen wir das und das. Hier brauchen wir dann 2 von denen. Die gehen uns gleich aus hier, ne? So. Und hier brauchen wir einen in der Mitte. Den und den. Den und den. Genau, jetzt sind die alle stabil. Und jetzt haben wir noch 2. Was sind das? Ach, das sind 3er. Na gut, der bringt uns hier relativ wenig. So, die sind jetzt erstmal stabil. Jetzt haben wir natürlich keine mehr. Die hätten wir können hier hinten setzen, ne? Die 3er. Wie haben wir davon? Ja, wir haben ja bloß 5 Stück davon. Ach,
Hör mir doch auf. Ob das auch gegangen wäre? Das muss ich probieren, Leute. Warte mal, das probiere ich erstmal an der Seite. Wenn wir hier oben drauf... Was habe ich gesagt? Hier ungefähr, ne? Einmal. Zweimal. Jetzt mal... Drei solche Dinger hier. So, und das wäre dann, warte mal, Tor, und dann wäre das 1, 2. Not enough stone. Oh. Symmetrie, ich muss wieder einen wegnehmen, es tut mir leid. So. Jetzt nehme ich die doch mal wieder weg hier. Warte. Ja. Und jetzt können wir doch bestimmt hier irgendwie oben drauf bauen, ne? Weil wir haben ja jetzt noch... Diese Breiten. Ob wir die brauchen oder nicht, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Wie viel haben wir da jetzt noch davon? Einen. Ist ja gar nichts. Hm. Oh, wir haben den hier zur nächsten Stufe hochgeschoben. Okay. Ja, dann sollten wir das hier vielleicht auch mal machen, ne? Haha. Okay, wir müssen ja rein theoretisch gar nicht alles mit Mauern zumachen. Wir könnten ja auch bestimmt Lücken lassen, ne? Sag ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Dahinter können wir mit Holzbauteilen bauen, weil da haben wir ja auch noch ein bisschen was. Wir müssen ja sowieso die Leute hier irgendwie hier hochbekommen. Holzblock, der ist so hoch. Okay. Wir müssen den irgendwie bis hier auf diese Ebene bringen, ne? Das heißt... Ich brauche hier auf alle Fälle irgendwie eine Treppe. Wir können hier leider keinen Podest... Doch, es geht vielleicht ein bisschen. Mal sehen. Gut, wir müssen nur hochkommen. Bah. Ja, nicht ganz ohne hier, weil wir haben diese Bauteilbeschränkung. Hm. Ja, pass mal auf, wir hauen hier mal so ein Ding hin. Daneben so ein Ding. Jetzt müssten wir normalerweise noch eins und dann wird es schon knapp, ne? Weil wir müssen ja bis hier hoch. Von den großen haben wir ein paar. Okay. Und da kommen wir dann auch hoch. Okay. Also, so haben wir gemacht. So haben wir gemacht. Einmal, zweimal, drei, vier. Und da sind wir dann oben. Okay, und jetzt müssen wir bloß noch die Treppen irgendwie hinbekommen. Und da haben wir 5 Stück. 1, 2. Hier müssen wir um die Ecke. 2. Nee, warte. Das muss dann hier ran. Genau. Das wiederum müssen wir hier ansetzen. Dann brauche ich das andere nochmal gespiegelt. Einmal so. Und einmal so. Wie viele Treppen haben wir jetzt noch gerade? Haben wir jetzt nicht wirklich viel. Okay. Ja gut, auch von denen haben wir ein bisschen was. Dann können wir das ja so machen. Anders werden wir nicht rüberkommen, ne?
Was ist, wenn wir hier durch eine Tür setzen? Dann könnten die ja hin und her laufen, ne? Dann hätten wir uns einen gespart. Aber ich denke, das ist schon okay so. Jetzt versuchen wir erstmal diese Steinmauer noch ein bisschen stabiler zu bekommen, würde ich sagen. Okay, da brauche ich... Ich habe hier ein paar Steine. Dann machen wir das mal so, so und so. Ja, komm. Dann so. Hier haben wir noch 5 Stück. Okay, da kriegen wir das dann auch stabil. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt hier so ein Ding... Achso, haben wir nicht. Ah! Wie gesagt, bauen wir das oben drüber so als... Ne, ihr wisst schon. Ob das dann quasi auch auf das hier gewirkt hätte, aber... Man weiß es nicht. Warte mal, können wir das so setzen? Können wir, aber das wirkt nicht auf das hier. Mist. Mist. Ah. Was haben wir hier noch so? Zinne. Eine Zinne können wir doch hier bestimmt... Geht doch doppelt zu setzen? Nee, ne? Da fehlen uns dann hier die... 1, 2, 3, da. Ist jetzt nicht schön. Aber es sieht verdammt selten aus. So, dann würde ich hier gerne noch ein bisschen höher bauen. Wir müssen wirklich ein bisschen hochbauen, dass wir es stabil bekommen, ne? Jetzt haben wir keine großen Bauteile mehr. Wir haben noch die Dreier. Warte mal, da können wir vielleicht noch ein bisschen was wollen. Haben wir noch einer? Haben wir noch jede Menge. Okay. Pass mal auf, dann nehme ich den mal wieder raus hier. Dann setzen wir hier noch so einen Dreier rein. Dann ist das hier schon mal safe. Und dann... Machen wir den stabil. Der ist eigentlich schon stabil hier, ne? Den machen wir stabil. Das würde ich gern so machen. Das passt auch. So, wir haben jetzt hier eine Schwachstelle, ne? An dieser Stelle haben wir hier einen Schwachpunkt. Ich muss mal ganz kurz spicken. Das ist auch eine ganze Ecke höher hier, ne? Ja, das ist eine ganze Ecke höher. Na gut. Ach so, wir haben jetzt keinen Zweierblock mehr. Können wir den irgendwo klauen? Ich frag für einen Freund. Weil ich würde das gern ähnlich bauen wie hier. Wo ist denn der nächste Zweier? Hier unten ist der, ne? Ah ne, hier ist auch einer. Perfekt. Dann machen wir das nämlich so und so. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht so bauen, weil diese Stabilität, ihr habt es ja vielleicht jetzt gerade gesehen, setzen wir hier einen, dann ist dieses ganze Ding ja eigentlich schon stabil. Aber hier sind noch 2 Bauteile, die nicht stabil sind. Also nicht stabil genug oder nicht so stabil wie das hier. Ich denke mal, das könnte hier ein Problem werden. Und das ist genau da, wo dieses Holzteil rangeht, ne? Da kann ich auch dahinter nichts bauen. Ja, schön. Ja, schön. Ich muss trotzdem mal probieren. Warte mal, wenn wir das jetzt hier noch oben drauf setzen. Macht keine, hat keine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung. Oh, da müssen wir aber verdammt hochbauen. Wie viele solche Dinger haben wir noch? Oh, reicht, ne? Wir haben noch 3. Das ist aber auch so eine blöde Zahl irgendwie. So, und jetzt fehlt er uns hier. Machen wir es einzeln. Ja, okay. Wild. Platziere 150 Steine. Auch noch eine Errungenschaft für diesen Mist hier, den wir hier fabrizieren. Abgegriffen, auch schön.
So, Zinnen haben wir tatsächlich noch zwei. Aber die kriege ich hier... Ich hätte die gern seitlich noch, aber das funktioniert nicht. Wir könnten hier vorne noch ranbauen. Macht aber relativ wenig Sinn, ne? Reichweitenstärkung. Oh. Dann machen wir das Tor stabil. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir noch eine Tür hier. Die braucht kein Mensch. Nö. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Treppen. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Weiß nicht, ob wir hier noch so zierdeweise... Könnten wir hier noch... Einfach so aussieht wie... Eine Treppe. Naja. Das hat halt keine Auswirkung, ne? Ich hab die Treppe auch bloß in eine Richtung, guck mal. Die gespiegelte fehlt. Weil dieser hier, das ist ja die längere. Kann das also hier gar nicht symmetrisch sein? Dann will ich das nicht. Weg. Ich will Symmetrie. Symmetrie. Okay. Ja, will ich das jetzt wagen? Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Das heißt, wir müssen aber unsere Bogenschützen nach vorn bringen. Ja. Geh mal bitte hier hin. Oh, du gehst da nicht hin. Warum nicht? Achso, weil ich Pause gedrückt habe. Ich wollte gerade sagen, warum nicht? Mann, ich hab mir solche Mühe gegeben. So, du dann auch dahin? Aurora kann jetzt natürlich nicht so richtig mitkämpfen, ne? Da haben wir keinen Platz mehr. Da hätte ich müssen versuchen, hier irgendwie noch hochzukommen. Da fehlen uns aber die Holzteile dann dazu. Blau, das kriegen wir nicht mehr hin, egal wie. Ne, wir müssen ja hier noch eine Treppe raufbauen, das wird nichts. Wenn wir hier auf dieser Etage sind... Naja, das wird glaube ich nichts. Wie viele solche geschwungenen Treppen haben wir noch? Ich weiß es nicht. Wir haben ja aber auch bloß einen. Nee, ich komme da niemals hoch. Niemals. Beziehungsweise wir werden dann auch hier im Tor drin. Ne? Das macht ja auch keinen Sinn. Ich wollte mir die eine Treppe, wollte ich mir sparen. Ne? Weil wir die ja hier schon haben. Da hätte ich jetzt einfach mal so eine hier herangesetzt. Dann wären die ja hier auf dieser Etage. Aber dann hört es halt auf. Jetzt haben wir noch zwei. Und selbst wenn ich die jetzt hier übereinander... Nee, das wird nichts. Wir bräuchten ja hier eine halbe. Nee, schade. Geht nicht. Oder ich sehe es einfach bloß nicht. Ich hau sie mal wieder weg. Ich glaube, dann sollten wir das... Das ist ja jetzt wirklich bloß so ein... Was kannst du überhaupt machen hier und so weiter? Das ist jetzt nichts, was irgendwie schön aussieht oder so, um Himmels Willen. Aber ich glaube, dann macht es mehr Sinn, diese Mauer ja oben entweder komplett gerade zu lassen, dass die dann wirklich hin und her laufen können. Dann bräuchten wir bloß eine Treppe, da würden wir uns dort wieder Bauteile sparen. Ich weiß auch nicht, wo wir denn Bauteile herbekommen. Wenn wir uns jetzt hier die ganze Zeit verschanzen, irgendwo müssen wir ja neue Bauteile herbekommen. Platziere Zinnen im Gebiet. 2 von 6. Aber ich hab doch... Ach, die zählen nicht. Wie dumm ist das denn? Weil ich genau an dieser Linie gebaut habe. Ja, nee, ist klar.
Würde das auch gehen? Haben die trotzdem noch den Bonus, wenn ich das so mache? The Solar Gate is adorned with banners too. Wir können auch Banner setzen. Ach, und die müssen dann direkt daneben. Ich sehe schon, das hat große Auswirkungen, wenn ich das hier positioniere. Sonst hätte ich das hier einfach so links und rechts am Tor hier. Aber ich glaube, das... Guck mal, das ist bloß ein Feld, ne? Schadensstärkung. Ich glaube, ich habe das total verkehrt gebaut. Das muss man doch wissen. So ein Mist aber auch. Ja, pass auf. Dann nehme ich die mal wieder raus hier. Bin ich gerade hier in der... Ja, ich bin auch in der Pause. Dann nehme ich das alles mal wieder weg hier. Dann macht das hier eigentlich auch keinen Sinn. Die können wir... Oh. Das war, glaube ich, nicht gut. Kann ich... Ich habe doch wieder was eingesammelt, ne? Kann ich den wieder draufsetzen? Nee, kann ich nicht, weil jetzt hier einer steht. Du willst mich doch verarschen. Warte, dann nehmen wir das hier weg. Dann kann der... Hm? Der kann dann hier erstmal... Oh Gott. Yes? Du musst nochmal hier runter. Es tut mir leid. Ich ist gerade so ein bisschen verpeilt. So, du bitte auch. Wir müssen das Ding hier erstmal fixen. Da können wir uns den Spaß ja eigentlich auch fast sparen, ne? Dann können die hin und her laufen. Dann nehmen wir uns zwar die Stabilität. Es kann auch sein, dass ich hier totalen Käse gerade baue hier. So, dann will ich ganz gern da einen Stein rein haben, da einen Stein rein haben. Jetzt könnten wir ja sogar, wenn wir hier oben sind, könnten wir ja hier mit einer Steintreppe, guck mal, könnten wir doch hier, ach nee, wir haben wieder bloß die eine, wir haben wieder bloß in die eine Richtung. Na gut, dann müssen sie eben hier hoch. Dann ist es halt so. Auf. So. Hier bitte einmal weiter. Das wird dann jetzt nicht symmetrisch und überhaupt nicht eigentlich. Die Zinnen sind total für einen Boppers hier, würde ich sagen. Die machen null. Hier könnten wir noch eine Stabilitätsdingens drauf. Hier können wir auch eine Tür reinbauen, ne? Jetzt macht die Tür hier auch Sinn. Und zwar so. Dann kommen wir doch hier höher. Können wir da jetzt hier oben drauf bauen? Ich baue hier ganz wilde Sachen, ne? Können wir. Macht es Stabilität? Macht es. Okay, das ist ja total wild. Jetzt ist die Frage, wenn ich diese Zinnen hier positioniere. Hier, da, dort und auch hier. Könnt ihr jetzt dahinter laufen? Ist jetzt so die nächste Geschichte, ne? Aber können wir hier vielleicht noch einen Stein setzen? Na, ich glaube, das bringt nichts, ne? Was haben wir denn hier überhaupt noch? Hier ist nicht mehr so viel. Ich könnte hier noch einen für die Stabilität setzen. Warte mal. Den müssen wir erstmal sehen. Ja, den müssen wir erstmal sehen, dass wir den hier runterbekommen. Da darf ich das natürlich dann... I'm on it. Kommst du... Ach, du kommst da jetzt nicht hin, weil ich die Holztreppe geklaut habe. Ja, ja, es ist okay, okay. Warte, Holztreppe. Kriegst du. Kriegst du. Ich bin da nicht so. Guck, da hast du die Holztreppe. Und jetzt kannst du hier runter. Du musst erstmal flüchten. Dieses Holzding brauchen wir rein theoretisch gar nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir dieses Ding hier noch ein bisschen safe kriegen. Das wird eine Mission werden. Wir haben auch keine kleinen Bauteile mehr, ne? Aber wir müssten das mit dem hier ja ein bisschen stabiler hinbekommen. Okay. Jetzt haben wir die auch nicht mehr. Und jetzt haben wir hier noch drei. Wenn ich den jetzt hier draufsetze und den hier draufsetze... Haben wir hier zumindest so eine Stabilität. Hier haben, also hier fehlt es ja total.
Das war auch nice to have. Nee, das bringt auch nichts. Kriege ich das mit dem und dann den und dann... Oh Gott. Erzähl's niemandem weiter, okay? Erzähl's einfach niemandem weiter. Wir bauen hier irgendwie irgendwelchen Schmarrn zusammen. Es geht jetzt erstmal bloß um die Höhe. Ich will's einfach ausprobieren. Nur weil es geht, mache ich das hier. So, was haben wir hier noch? Hier können wir noch eine Treppe oben drauf setzen. Nee, können wir nicht, weil wir müssen ja hier noch... Wir müssen die breite Treppe nehmen. Dann kriegen wir hier vielleicht auch noch die Stabilität rein. Gottes Willen. Hey, das hat doch sonst keiner hier. Das ist die modernste Feste überhaupt. Oh Gott. Ja, schön. Ich sollte die Banner setzen, hieß es, ne? Und die können wir aber... Ja, die machen ja eigentlich kein... Also hier würde ich mal einsetzen. Ich weiß nicht, ob das hier unten... Das wird nichts bringen hier, ne? Ich weiß nicht, ob das hier oben was bringt. Nach unten strahlt es doch bestimmt auch nicht ab, oder? Ich mach das einfach mal. Wir müssen es ausprobieren. Let's go. Wir sind nicht bemannt, ist also los. Okay, ja, dann machen wir das. Das haben wir alles. Wir haben jetzt, glaube ich, alles verbastelt, was wir irgendwie hier sinnvoll... Naja, sinnvoll. Okay, was wir hier ansetzen können. Könnt ihr hier... Ihr kommt nicht hinter diese Zinnen. Dann erklärt es auch diese Bauteile. Ich reiß das jetzt nicht alles wieder weg hier. Das könnt ihr vergessen. Wir sind ja auch schon bei einer Stunde. Ich wollte eine halbe Stunde reinschauen. Okay, das muss man aber wissen, dass die dann hinter diese Zinnen nicht können, ne? Das würde aber bedeuten, wenn wir hier dieses Teil haben... Das könnten wir nochmal probieren. Da haue ich die Zinnen nochmal weg. Dann müssten wir hier mit diesen... Nehme ich die Stabilität hier einfach weg. So, ist jetzt egal. Auch das Ding hier, das brauchen wir jetzt hier mal für diesen Quatsch, den wir hier bauen wollen. Und zwar brauche ich die Steindinger. Quatsch, Steindinger. Wir haben hier 5 solche Teile. Und wir haben 6 Zinnen. Das geht ja auch schon wieder nicht auf. Hier kommen wir auf alle Fälle noch mit der Treppe hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Treppe. Zinne. Und hier ist es auch aufgezeichnet. Hier vorne können wir keine setzen, sonst kommt der nicht mehr um die Ecke. Doch, können wir. Wir hatten noch dieses... Ich möchte wetten, das ist jetzt verkehrt rum. Nee, die Treppe ist richtig rum. Die Treppe ist sogar richtig rum. Das ist ja cool. Okay, da kriegen wir sogar noch eine Zinne drauf. So. Können wir hier drüben noch irgendwo eine hinsetzen, ist ja egal. Wir haben sowieso so ein Vorstoßdings nicht mehr. Da haue ich die mal hier hin. Ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Jetzt könnten sie hier hoch. Ja. Doing it. Einmal. Yes. On my way. Zweimal. Where to? It's und no hier grand bitte. Nee, hier hin. Kann die Tante vielleicht auch mit hier vor? The city sends building materials and more troops. Sundown is coming. We need them on this wall now. Fahren sie auf der Mauer und zwar schnell. Du kannst mehrere Einheiten zu einer Gruppe zusammenfassen, um Trupps zu definieren, die sich schnell auswählen lassen, wenn die Schrecken kommen, brauchst du sie in richtigen Trupps und zwar schnell. Du kannst Einheiten gruppieren, indem du Steuerungstaste links und die Taste 1 drückst, während mehrere Einheiten ausgewählt sind. Später kannst du Taste 1 drücken, um die gesamte, also mit Zahlen, ne? Also so ähnlich wie, wo war denn das? Bei Age of Empires, glaube ich, war das, ne? Wir haben hier neue... Warte.
You have to wait, please. Die können bloß nicht so weit schießen, sonst hätte ich die hier irgendwo... Die kriegen wir nicht alle auf die Mauer. Wir haben Platz für einen Bogenschützen. Ja. Ja, pass mal auf. Horst, Egon, du hierhin. Huh? Der eine Bogenschütze. Doing it. Achso, den werden wir hier nicht rankriegen, ne? Da müssen die beiden müssen... Nein? Mach mal. Geh doch mal. Achso, du kannst nicht, weil das blockiert ist, das Feld. Ja. Yeah. Und bei dem hier, da können wir eigentlich gar nichts wollen. Nö, die sind einfach da, weil sie da sind. Naja, wenn es denn so ist, huh? Dann können wir euch auch hier... Mhm. Können wir euch auch hier hinjagen. Erstmal. What? Du dann hier hin. Ich denke, der wird hier nicht durchkommen. Ne? Die blockieren sich doch von den Laufwegen her. Yes, I've got this. Where to? I'm on it. Yeah? Mhm. Hier würden wir sogar einen drauf bekommen, ne? Einer würde noch gehen. Ja, pass auf. Ich brauche dich an der Front. Bogenschütze macht, glaube ich, mehr Sinn. Yeah. Oder? Ich will es probieren. Ich hau den mal mit hier hoch. Ich glaub's doch nicht, dass es was bringt. Also nicht so viel wie Bogenschützen. Go, go! Auf! Verteidige das Solar-Tor gegen Angriffe. Ja, ich bin gespannt. Die kommen auch auf dieser Seite. Ich hab's doch gewusst. Hunderte. Uns fehlt hier der Death. Was wir machen können, wenn der hier oben steht, einfach das Ding wegreißen hier. Dann kommen die nicht hier hoch. Dann nehme ich hier unten die Brücke weg. Let's go. Von der Seite kommen auch welche. Auch Hunderte. Ich bin gespannt. Ich will es ja bloß ausprobieren. So, machen wir ein bisschen schneller. So, Achtung, die Nacht bricht gleich an. Es ist soweit. The Dark Knight. The Swarm is here. Oh, die machen ganz gut Damage hier. Okay. Und die kommen wirklich von der Seite. Das sieht aber gut aus hier, ne? Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Töte 100 Schrecken. Diese Errungenschaft haben wir auf alle Fälle auch schon mal. Also wer auf Steam Errungenschaften steht, hier gibt's ein paar, ne? Ich sehe leider hier gerade nicht wie viel. Ich muss da mal gucken auf der Gamepage. So, die haben wir gleich platt, das ist schon mal sehr gut. Die haben uns das gesamte Holzzeug weggeruppt. Okay. Und wir haben hier nur noch den... Wie, die, ihr kommt hier nicht ran? Die stehen hier im toten Winkel. Ihr wollt mich doch rollen. Wir sehen es als lernender Prozess, ne? Dann könnt ihr die Kampagne, wenn ihr das Spiel euch holt, könnt ihr dann besser machen. Also auf alle Fälle nicht so bauen, wie ich jetzt hier gerade gebaut habe. Eher hier hinten angeknüpft. An diesen Bereich.
Muss man wissen. Das muss man doch wissen. Ja, hier kommen wir nicht ran. Ne? Die werden uns hier das Ding klarschlagen. Irgendwann werden sie dann hier rüberkommen. Und dann wird hier irgendwo... Jetzt sind sie in Reichweite. Gut, dass wir hier oben auf alle Fälle... Ach, genau, auf der Seite haben wir natürlich wieder bloß einen. Aber die kommen trotzdem ran. Ja, keine Chance. Klatsch. It's over. But it is strange. Our forest garrison should have felt the swarm. You think something happened to them? All I know is that the horrors have not been this close to the city in a long time. Abgeschlossen. Das Solartor. Halt eine Erkenntnis, wir sind immer noch strohdoof. Wir kriegen einfach keine Erkenntnisse hier. Wir haben doch genug Erkenntnisse gesammelt. Jetzt wissen wir wieder, wie wir die Mauer hier in der ersten Kampagne eigentlich besser bauen müssen. Aber wir haben es überlebt. Hey, und wir haben niemanden verloren. Tutorial Verteidigungsbauwerke errichten, verhindere, dass das Solartor fällt. Haben wir auch geschafft. Erhalte Senora ihres... Das haben wir auch gemacht. So, wir waren in der... Wir 28 Minuten haben wir in der Pause verbracht, okay. Nicht, dass wir irgendwie... Wir haben aber was gemacht in der Pause. 15:15 Gesamtzeit, okay. Besiegte Gegner 185. Gebaute Bauteile, da haben wir mehr gebaut, als wir eigentlich hatten, nehme ich mal an. Und verlorene Bauteile 31, ja, das ist halt, ja, man muss es wissen. So, das soll es aber auch gewesen sein für das Angezockt. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Und wenn es nur, keine Ahnung, irgendwie ein Buchstabe ist oder ein Herz oder ein Danke oder ein Ich war's, irgendwie sowas, nur für den Algorithmus. Das könnt ihr übrigens auch schreiben, nur für den Algorithmus, wenn ihr das möchtet. Ne, Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, wer das noch nicht hat. Wir sind immer noch auf der Road to 1000, also 1000 Abonnenten. Da sind wir auch richtig gut dabei, also springt mit auf den Zug, unterstützt den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!